Bald steht ja die Feuerwerkseinkaufstour an und da ist der Run auf die günstigen Low-Budget-Batterien mindestens genauso groß wie auf die größeren Batterien. Und deshalb widmen wir uns dieses Mal wirklich nur den Low-Budget-Batterien. Um die Batterien hier von Lidl geht es in diesem Teil nicht, da gibt es ein neues Video zu. Denn auch Aldi hat in dem Sektor einiges zu bieten und die Batterien gucken wir uns jetzt mal an. Vorher ganz mini kleiner Werbeblock. Einmal kauft mein Merch! Gibt es übrigens auch in T-Shirt-Form, hier mit kleinem Logo und so. Guckt einfach mal rein, Link ist natürlich in der Beschreibung. Und die mich schon länger verfolgen, wissen natürlich alle, was muss von einer Einkaufstour sein? Auf jeden Fall Energy Drink, damit man wach ist. Denn ihr wisst alle, die Läden machen sehr früh auf, man muss so ein bisschen fit sein. Und das geht mit Holy ganz gut, also das sind so selbst mixbare Energy Drinks. Ohne Zucker, ohne Taurin, also nur Koffein. Und es gibt so viele Sorten, also das hier ist meine Lieblingssorte, der Raspberry Raptor. Aber ihr könnt euch auch einfach hier so Probierpakete kaufen. Dann könnt ihr einfach mal alle Sorten durchprobieren. So, wir starten jetzt mit den Batterien. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe natürlich auch einen Rabattcode. Alle Neukunden kriegen 5 Euro Rabatt mit dem Code FAB5 und alle anderen kriegen 10% mit dem Code FAB. Also, wir legen los mit der Eruption. Die Batterie gibt es für 2,30 Euro im Aldi Süd und in manchen Aldi Nord Filialen gibt es sie auch. In meinem Prospekt ist sie aber leider nicht drin. Das ist eine 16 Schuss Feuertopf-Batterie, also ohne Zerleger, also ohne Knall. Aber wir schauen mal, wie das Teil so ist. Da haben wir das Gerät, ich habe schon vorbereitet. Einmal da raus und hier mit Standfuß kann man dann gut ausklappen. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es ein bisschen windet. Bin gespannt. Ui. Einfach edles Ding, muss ich sagen. Also ich finde das cool, für das Geld mega. Tja, und ihr seht, das Ding ist jeden Cent wert, wirklich. Wenn ihr das in eurem Aldi habt, auf jeden Fall mitnehmen. Wir gehen in der Preisspanne etwas höher und zwar folgt jetzt die Artus. Die Batterie gibt es für 2,80 Euro im Aldi Süd und für 2,99 Euro im Aldi Nord. Das ist eine 18 mm Pyromount Batterie, also quasi so ein Stein. Besonders daran ist, dass sie rund ist und wir haben insgesamt 10 Schuss da drin und wir schauen mal, was die kann. Die hatten auf jeden Fall wenig Lift, also die sind nicht so besonders hochgeflogen. Alter. Ja, ihr habt gesehen, für 2,80 Euro bzw. 3 Euro wirklich sehr, sehr gut. Klar, man darf da nicht zu viel erwarten, ist halt auch ein kleines Kaliber. Aber trotzdem für den Preis auf jeden Fall mitnehmen, wirklich. Weiter geht's jetzt mit einem absoluten Klassiker und zwar mit der Poison. Beziehungsweise Reno oder Aquila oder was sie auch schon immer für Namen hatte. Die gibt's im Aldi Süd für 3,29 Euro und im Aldi Nord für 4,99 Euro. Also schon wirklich ein ordentlicher Preisunterschied zwischen 3,30 Euro und 5 Euro. Wir haben ein etwas größeres Kaliber als gerade. Wir haben 16 Schuss. Aber insgesamt die Batterie ist schon mal deutlich größer. Und auch hier alle Schuss mit Zerleger. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns die mal an. Alter, so laut. Also für das Geld, die ist sowas von laut. Mega. Tja, und ihr habt gesehen, das ist auch ein absoluter Super-Tipp für den Preis. Gerade für die 3,30 Euro. Es gibt fast nichts Vergleichbares einfach. Also wirklich ultra gut. Und auch für 5 Euro im Aldi Nord würde ich die trotzdem noch mitnehmen, weil ich finde, die ist wirklich ihr Geld wert. Also absoluter Kauftipp. Tja, und jetzt sind wir hier im High-Budget angekommen, vom Low-Budget quasi. Bei der Tristan. Das ist tatsächlich eine Batterie, die im Aldi Nord und im Aldi Süd gleich viel kostet und zwar 6,99 Euro. Wir haben hier jetzt das größte Kaliber mit 20 mm und auch wieder eine Pyromault-Batterie, also ziemlich schwer. 19 Schuss hat das ganze Teil und ich würde sagen, wir gucken uns die mal an.
Ja, die ist eigentlich echt ganz schön. Tja, zu der Batterie muss man sagen, ich glaube, das ist ein bisschen Geschmackssache. Da ist zwar ein ganz schönes Crackling drin, aber wenn ich sehe, dass die hier quasi die Hälfte kostet, dann wäre ich, glaube ich, schon eher bei der Poison. Wenn es das Budget zulässt, dann holt euch gerne die Tristan, aber ich persönlich würde im Aldi diese beiden Geräte hier nehmen. Also Eruption und Poison, meine Highlights im Low-Budget-Bereich bei Batterien. Ja, das war jetzt der Low-Budget-Batterie-Teil für Aldi. Es gibt das gleiche auch noch für Lidl. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da und schreibt mir mal in die Kommentare, welche Batterie euch am besten gefallen hat. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dann und haut rein. I remember.